Im Übrigen, Habeck ist ja in der letzten Zeit rumgefahren durch die Welt und hat mit Ländern geredet, von denen er Erdgas, also dann in Form von Liquidgas, kaufen will. Und er hat überall immer deutlich gemacht, das ist für uns natürlich nicht die Zukunft, sondern es ist eine Brückentechnologie. In 20 Jahren steigen wir sowieso wieder aus, aber in der Zwischenzeit brauchen wir das. Das sind solche Investitionen, die diese Länder auch machen müssen, um dieses Gas, was sie ja im Augenblick auch verkaufen, dann nach Deutschland zu bringen, dass die sich natürlich wirklich, also die lachen sich kaputt, wenn sie hören, dass sie mal eben für 20 Jahre Erdgas, Liquidgas schicken sollen und anschließend werden sie wieder verabschiedet. Das geht nur, wenn man einen wirklichen Kurswechsel vornimmt. Und den kann ich im Augenblick nicht sehen. Die sind ja nicht mehr in der Lage, dafür zu sorgen, dass die drei Atomkraftwerke, die immerhin 6% des Stroms liefern und ja noch funktionieren, dass die am Netz bleiben.